Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, wieder bei Matt spricht mit im Hochhaus Herrengasse, der Architektur-Ikone der Moderne im Herzen von Wien. Und heute haben wir Christoph Hofinger zu Gast. Herzlich willkommen. Danke fürs Einladen. Wie immer am Beginn eine kurze Vorstellung von Persönlichkeiten, die man eigentlich gar nicht vorstellen müsste. Trotzdem mache ich es ganz gerne. Vielleicht erfährt mancher doch etwas, was er nicht wusste, vor allem dann im Gespräch selbst. Christoph Hofinger kommt aus Innsbruck. Das kann man dann auch später auch hören. Und ist der wohl bekannteste österreichische Sozialforscher. Er hat 1996 mit Günter Ogris das private Forschungsinstitut SORA gegründet, das heißt Institute for Social Research and Consulting. Und er leitet es gemeinsam, glaube ich, mit Ogris heute noch. Ja, was macht SORA? Hochrechnung und Wählerstromanalysen, aber das geht bis zu Projekten wie Begegnungszone Marie-Hilfer-Straße, MAHÜ, wo SORA, glaube ich, ganz entscheidend Überzeugungsarbeit geleistet hat. Christoph Hofinger ist allen politinteressierten Fernsehzusehern bekannt, österreichweit bekannt, und fällt immer wieder mit seinen genauen und brillanten Hochrechnungen und Analysen auf. Eigentlich inzwischen fast bei jeder Landtags-Bundeswahl, Nationalratswahl, Bundespräsidentenwahl, Christoph Hofinger ist dabei und erklärt uns den Wahlvorgang. Und berät aber auch mit SORA Unternehmen, aber auch Politik. Hat unterrichtet an der Universität und ist auch immer wieder gern gesehener Gast in Fernsehsendungen, so wie heute bei uns auch. Du schreibst auch Kommentare immer wieder für Zeitungen, und zwar auch breit gefächert, eigentlich zu wichtigen gesellschaftlichen, politischen, gesellschaftspolitischen Fragen, Zukunft der Arbeit, Verfasstheit unserer Demokratie, Ängste der Bevölkerung, deren Manipulation und ähnliches mehr. Und gerade heute, glaube ich, im Radio hast du die Ergebnisse des Arbeitsklimaindex vorgestellt, auch eine ganz wichtige Tätigkeit, die, glaube ich, starken Widerhall auch in den österreichischen Medien findet. Hofinger studierte Germanistik, Publizistik und Psychologie an der Universität Wien und dann einen Postgraduate-Lehrgang für Soziologie am Institut für höhere Studien. So, und eine österreichische Zeitung hat dir, glaube ich, ein großes Kompliment gemacht. Viele Zeitungen haben über dich geschrieben, ich zitiere nur eine, die sagte, er ist der Hochrechner, dem Österreich vertraut. So. Es gibt auch viele Publikationen, es gibt Artikel in unterschiedlichsten internationalen Fachzeitschriften, und ich habe irgendwo gelesen, du bist auch Präsident des European Association of Political Consulting. Ist das immer noch? Das war ich, ja. Ein Präsident dieser European Association, der hat zwei Jahre, und das war zehn Jahre her. Aber das war sehr, meine Ehre. Ja? Das war eine Ehre, und es war eine sehr spannende Zeit. Ja? Zur ersten Frage. Heute hat man das Gefühl, dass die Wetterprognosen immer genauer werden und die Wahlprognosen immer schwieriger. Wenn man zurückdenkt so in die 60er, 70er Jahre Kreisky-Zeit, da hat es noch Stammwähler gegeben und da konnte man noch relativ genau. Was ist, ist es wirklich schwieriger geworden und macht es nicht die Sache spannender? Beides. Ja. Also Beispiel 1975, da hat sich bei allen Nationalratswahlparteien, die damals kandidiert haben, in Summe nur ein halbes Prozent verändert. Also da war die Wahl 75 war praktisch genau gleich wie die Wahl 1971. Ja. Also das ist wie wenn heute schön Wetter ist, morgen schön Wetter und übermorgen schön Wetter, also ein stabiles Hoch. Ja, natürlich wäre dann die Wetterprognose einfach und die Wahlprognose. Es ist heute sehr turbulent in der Politik, wobei das Wetter auch turbulenter wird, unter anderem durch den Klimawandel und die Erderhitzung. Dadurch wird es auch wieder schwieriger. Dadurch wird auch, aber die Meteorologen, die schaffen das, und da bewundere ich die Meteorologen sehr, die schaffen das, heute in der Fünftagesprognose so genau zu sein, wie vor 30 Jahren noch in der Zweitagesprognose. Und die Meteorologen sind eigentlich für alle, die Prognosen machen, die großen Vorbilder, gerade die europäischen, die sind die Besten der Welt, sind die europäischen Wettervorhersage-Expertinnen und Experten. Wir lernen auch von denen, und das ist auch genau unser Ziel. Also obwohl die Politik immer turbulenter wird und Parteien manchmal 30, bis zu 30% verlieren können, 20% dazu gewinnen,
also das Wetter, das politische Wetter umschlägt, wollen wir trotzdem ganz genau sein. Und sagen wir, bei euch kann ja passieren, dass es einen Wetterumschwung auch einen Tag vor der Wahl noch gibt, wenn das Ereignis gut genug ist, oder zwei Tage vor der Wahl, nicht? Also es kann knapp vor der Wahl schon auch was passieren. Also manchmal kommen Kandidaten erst so in den letzten Tagen vor der Wahl wirklich auch in den Entscheidungszentren der Wählerinnen und Wähler an. Zum Beispiel Norbert Hofer in der ersten Wahl zur Bundespräsidentenwahl, der hat damals in den letzten 10 Tagen noch 10-15 Prozentpunkte wirklich gut gemacht. Also es gibt auch jetzt aus jüngster Zeit das Beispiel Europawahl, wo europaweit die Grünen in den letzten 3-4 Tagen noch viele Prozentpunkte gut gemacht haben, fast überall in Europa. Wetter hat ja auch ein bisschen einen biografischen Bezug bei dir, nicht? Das die Meteorologie stimmt. Spielt bei dir biografisch eine Rolle. Ja, mein Ur-Ur-Opa war ein Südtiroler Weinbauernbauer und der ist also dann, der war offenbar recht pfiffig und dann hat ihm der Vater, also mein Ur-Ur-Opa, hat ihm dann einmal im Semester eine Flasche Südtiroler, nein, nicht eine Flasche, sondern ein Fass Südtiroler Rotwein nach Wien geschickt, damit er das dann verkauft und sich das Studium finanziert. Und der war dann an der Zentralanstalt für Meteorologie einer der ersten Direktoren und zum Beispiel ein Pionier der Föhnforschung. Also, also die Meteorologie hat auch in meiner Familie schon... Also Meteorologie und Wahlforschung haben durchaus einen Bezug, also zumindest bei dir biografisch. Und, biografisch, ja. Und wir lernen auch voneinander, also insofern, ja. Man weiß eigentlich immer mehr von den Menschen, Stichwort gläserner Mensch, und trotzdem scheint es schwerer, sie einzustufen. Menschen wirklich zu kennen, das ist eine Herausforderung. Ne? Und wir können natürlich heute, gerade wenn man es so wie in Amerika, wo es viele mit dem Datenschutz nicht so genau nehmen oder die Regeln viel laxer sind, da ist es schon etwas erstaunlich, wie viel dort über Einzelne auch gespeichert ist. Die europäischen Datenschutzregelungen sind zum Glück sehr streng. Das macht uns viel Arbeit, aber Arbeit, die irgendwo auch Sinn hat. Also ist es so, dass wenn wir Menschen erforschen, das passiert immer auf anonymer Basis. Und was uns da besonders interessiert, sind die Mechanismen. Was führt wozu? Welche Variable, so nennen wir das halt als Nerds, führt dazu, dass jemand glücklicher wird im Leben oder mit der Arbeit zufriedener ist oder dass er Beziehung länger hält und dass er natürlich auch politisch, dass er wählen geht oder sie wählen geht. Also alle diese Dinge, die die Mechanik unserer Gesellschaft ausmachen, das interessiert uns. Und das kann man durchaus unter Aufrechterhaltung des Datenschutzes machen. Ja, das ist überhaupt kein Problem und das ist also im Gegenteil, das ist uns auch ein großes Anliegen, auch allen in der Branche. Uns geht es nicht um den Einzelnen, den wir befragen, sondern wir wollen aus einer Gruppe Befragten lernen, welche Einstellung entsteht woraus. Warum geht jemand wohin auf Urlaub? Warum macht jemand was in der Wahlzelle? Aber nicht als dieses Individuum, sondern als Typus von Menschen. Also der Datenschutz ist nicht der natürliche Feind der Meinungsforschung. Im Gegenteil, er ist ein wichtiger Begleiter und in Europa sind wir da wirklich Vorreiter? Was da in Amerika abgeht, ist gespenstisch. Und ich hoffe, dass wir von Europa die Amerikaner da ein bisschen inspirieren, was den Schutz von Daten betrifft. Ich habe gestern einen Kommentar in der Welt gelesen von einem Professor für Volkswirtschaftslehre. Und er sagt, die Menschen, also es war der Tenor, Menschen sagen nicht mehr, was sie wirklich denken. Nicht? Wäre ein Phänomen, das man aus der Präferenzverfälschung aus autoritären Staaten kennt, schreibt er. Und das wäre jetzt also auch bei uns in den demokratischen Staaten der Fall. Und er insinuiert dabei, der Kommentar geht in die Richtung öffentliche Meinungsmonopole versus schweigende Mehrheit. Und er bringt ein Beispiel, also die Gelbwesten-Proteste, aber auch in Deutschland offenkundig hat eine Gruppe Fridays for Hubraum innerhalb kürzester Zeit wesentlich mehr Likes oder was immer Unterstützung bekommen als Friday for Future im Internet. Hat er da recht? Er hat vollkommen Unrecht. Also es ist mit guter Sozialforschung sehr gut möglich herauszufinden, was Menschen für Einstellungen haben.
Mit und die sagen das euch dann auch, ja? Ja, die Menschen sagen uns Dinge, wo man die Interviewerinnen und Interviewer teilweise auch wirklich leid tun. Ja? Also da werden auch ganz grauenvolle rassistische Dinge gesagt. Und also Dinge, die man nicht gerne hört. Ja, das ja, und ja, manche, ja, vielleicht manche der Befragten leben in einer Bubble, wo man die Dinge sicher sagt, der ist halt in einer Facebook-Gruppe, wo so geredet wird. Ja. Ja. Oder in es gibt ja auch Wirtshäuser manchmal, wo Sachen gesagt werden, die man in einem anderen Wirtshaus nicht sagt. Also es ist, wir vertrauen den Befragten, dass sie in der Regel uns sagen, wie sie fühlen, was ihre Einstellungen sind, sie vertrauen auch uns. Also ich würde sagen, 99% aller Interviews, die wir führen, das basiert auf wechselseitigem Respekt und Vertrauen und das funktioniert auch. Das ist ja die Basis von relativ genauen Prognosen dann, die ihr macht, auch bei den Wahlen, nicht? Genau, es kann manchmal schwierig werden. 2016 in den USA, wie der Trump auch relativ, oder das in Videos in die Öffentlichkeit komme, dass er ziemlich schier geredet hat, also dieser Locker-Room-Talk, also dieses Macho-Gerede vom Trump. Ja. Und dann haben sich manche schon schwer getan, da ruft mir jetzt eine junge Frau an, gib ihr jetzt zu, dass sie Trump wähle. Ja. Anderes Beispiel, Brexit, da wurde, tragischer Fall, eine Labour-Abgeordnete ermordet, die sich sehr gegen den Brexit ausgesprochen hat. Da war es natürlich auch schwierig, am Telefon zu sagen, ich befürworte dieses Projekt. Also es gibt solche Sondersituationen. Mhm. Aber grundsätzlich hören wir das akkurate, das zutreffende Bild über die Einstellungen der Menschen. Und dieses Konzept der Schweigespirale ist ein recht altes Konzept. Ja. Das möchte sagen, ja, in Wirklichkeit denken die Leute anders, aber wir wissen es schon in Summe ziemlich genau, wo die Einstellungen sind. Also wenn du jetzt so die gesellschaftliche Grundstimmung anschaust, dann sind ja auch Dinge, die ihr erforscht, und man zurückgeht in die, sagen wir, 50er, 60er, sogar 70er Jahre, da haben wir das Gefühl gehabt, damals, gut, es war Wirtschaftswunderzeit, da waren so die Grunddeterminanten irgendwie Zukunftsglaube, Hoffnung. Und wie seht ihr das heute? Das ist ja sicher etwas, was ihr auch untersucht. Ja, ja, jedenfalls. Also die Hoffnung ist eine Emotion, eine Gefühlssache. Und wir sind, also in unserer Forschung beschäftigen wir uns immer mehr, immer intensiver mit Gefühlen, mit Emotionen, weil aus denen heraus so viel an Einstellungen, an Verhalten resultiert. Also die Forschung darf nicht zu verkopft sein. Und du hast eben gesagt, die Hoffnung ist eine ganz spannende Emotion, weil die sehr, sehr vieles entscheidet. Also das ist ein bisschen ein Paradox auch, wenn wir zum Beispiel auf unsere Gesellschaft schauen, die Lebensqualität ist sehr hoch in vielen Bereichen. Da hat Österreich von Gesundheitswesen bis Konsum bis zum öffentlichen Raum. Also es gibt so viele Dinge, wo wir wesentlich mehr erreicht haben als damals in den 50er, 60er Jahren, aber gleichzeitig fürchten auch viele, dass das jetzt verloren gehen kann. Mhm. Also wenn ich am Gipfel bin sozusagen, dann kriege ich Angst, weil es geht steil runter. Mhm. Solange ich raufgehe, bin ich im Flow, und das war in 50er, 60er Jahren, war eine Gesellschaft, die halt ist irgendwo aus dem Tal des Jammers, aus dem Nationalsozialismus und aus dem Krieg, ist die dann auf den Berg gegangen. Und jetzt, wo wir weit oben sind, es werden immer noch Dinge besser, aber wir schauen runter und kriegen auf einmal Wachshausen. Das ist Verlustangst. Ja. Ich gehe jetzt ein bisschen zurück in die Vergangenheit. Aus welcher Familie kommst du? Was ist dein Umfeld? Bist du aus einer sehr politischen Familie gekommen, politisch sozialisiert worden? Auch in Bezug auf die Interessen, die du dann später entwickelt hast? Ja, also es ist bei uns ist viel über Politik gesprochen worden. Und auch aus meiner Vorfahren-Generation, also ein Ur-Ur-Opa war, glaube ich, Landeshauptmann in Oberösterreich, und ein Urgroßvater war Unterrichtsminister vor dem Krieg, war dann in drei Konzentrationslagern und war dann nach dem Krieg der erste Obmann der ÖVP. Also kommst du einer durchaus politischen Familie, ja? Ja, kann man so sagen. Genau, wobei ich dann sehr froh war, dass mein Vater nicht Politiker war. Er war in der Landwirtschaftskammer und war aber wirklich, er war zu Mittag daheim und am Abend daheim. Also wir haben unseren Vater auch gesehen, weil er hatte nicht diesen mörderischen Politikerjob. Ja. Ja. Und er war auch ein recht oppositioneller Geist, und im Tirol der 70er Jahre hat das nicht viel Platz gehabt.
Und, aber wie schon eben aus der Schilderung, ja. Es war, würde man sagen, ein eher bürgerlicher, auch durchaus progressiv-katholischer, ja, Haushalt. Auch in den 70er Jahren haben sie auch viele im katholischen Bürgertum dann auch vom 68er, ja, Geist inspirieren lassen, wollten auch Reformen in der Kirche. Große Fans vom Johannes dem 23. Ja, ist auch mein zweiter Name, Johannes. Ja. Das ist kein Zufall. Kein Zufall, ja. Und, aber warst du als Kind schon, jetzt abseits des politisch Interessierten, warst du so etwas wie ein Zahlenmensch? Weil man glaubt, dass das ja auch einen Bezug hat. Also denke ich mal, das hat einen Bezug zu dem, was du heute tust. Kann ja, das sagen? Also ich muss sagen, als Kind hat mich alles interessiert. Ja. Ich hab sehr gezeichnet, viel gezeichnet, wobei fast jeder kommt dann irgendwann einmal im Zeichenunterricht zu einem Zeichenlehrer, der es am austreibt. Ja, also die, aber Meinungsforscher war noch nicht der Wunschberuf damals. Ich wusste gar nicht, dass es den Beruf gibt. Ja, genau. Ja. Und also das, was mich beeindruckt hat, war ich mit 11 Jahren, da habe ich zum ersten Mal eine Hochrechnung im Fernsehen gesehen. Ja. Das war damals der Professor Bruckmann, erinnere ich mich. Der hat so dicke Brillen gehabt. Ja. Und riesige Magnetbänder, damals noch die riesen Computer hinter sich. Genau. Ja. Das hat dich schon fasziniert. Ja, und ich war damals 11 und auch dicke Brillen und ein bisschen unsicher und haben mir gedacht, schau, auch mit dicken Brillen kommst du ins Fernsehen und kannst irgendwie eine coole Nummer dort abgeben. Ja, also der Professor Bruckmann hat mich dann inspiriert und es war auch eine sehr spannende Hochrechnung, die war schwierig, das war die Atomabstimmung, ja, 20. Die war ja sehr knapp. Ne? Die war sehr knapp, ja, war eine Mordsleistung, ja, auch von Bruckmann, also das, also mein Vorgänger sozusagen. Und das hat mich dann schon inspiriert. Und obwohl du dann, Entschuldigung, wenn ich jetzt das Wort führe, dann hast du ja Germanistik, Publizistik und Psychologie studiert, ja? Und dann überhaupt Dinge gemacht. Also ich habe das nachgelesen, das könnte man sagen, ein sehr fluktuierender Berufsweg. Journalist warst du, ich glaube schon sehr früh, nicht nur beim Falter, sondern vorher schon, aber das dann Internet-Startup, dann beim IHS, also Institut Höhere Studien gearbeitet, Die Lomographie. Die Lomographie, dazu komme ich noch. Ja, also genau. Aber war das so ein... So ein Lebensweg von Error, Try and Error, oder wie soll man das, ein sehr fluktuierender Weg, der dann irgendwie dann doch zur Meinungsforschung führte. Ja, also so ein Ausprobieren. Es stimmt, ich habe viel ausprobiert und es war damals auch so eine Stimmung da, gerade noch in den 80er Jahren, studiert irgendwas, sucht eure Leidenschaft und probiert einmal Sachen aus. Und wie du sagst, also das Erste, ich habe dann mit 17 habe ich bei der Tiroler Bauernzeitung schreiben dürfen, der erste Artikel, da freut sich der Borkenkäfer, weil für den ist eher Klimawandel, der heiße Sommer damals. Da freut er sich noch leider, mehr. Ja. Du hast es damals schon erkannt? Stimmt, ja, ein visionärer Artikel. Ja. Heute ist der Großteil des österreichischen Holzes der Bundesforst ja eben Schadholz, weil auch der Borkenkäfer wegen des Klimawandelgewinner ist sozusagen. Und ich war mir damals nicht sicher. Ja. Und dann ich war auch ein sehr oppositioneller Charakter und dann haben sie mir im Berufsberatungstest rund um die Matura gesagt, Herr Hofinger, bitte machen Sie was mit Mathematik. Und damals hatte ich das Gefühl, wenn eine Autorität A sagt, dann mach B. Also Germanistik. Germanistik, klar. Habe dann eben Literatur studiert, Diplomarbeit über einen Schweizer Schriftsteller, den Hermann Burger, geschrieben, war dann auch viel in der Schweiz und dachte und habe mich auch sehr für den Journalismus interessiert, habe dann auch unter anderem für den Falter geschrieben in Wien und ein Interview mit Jörg Haider hat dann meine Journalismuskarriere beendet. Warum? Kurzfristig. Warum? Was ist da passiert? Ein Kollege, der Bernhard Odechnall und ich sind zum Jörg Haider gegangen im Jahr 92 und er erzählt uns, Jungen, wir waren grün hinter den Ohren, 25 Jahre, erzählt uns der Jörg Haider in einem sehr spannenden, klugen Interview einen Knüller, nämlich, dass er gegen einen EU-Beitritt ist. Und das war damals 2 Jahre vor der Abstimmung und er hat es noch niemand gesagt und wir waren die Ersten. Und dann wollten wir das im Falter unterbringen und das ist dann so lange diskutiert worden, ob man dem Haider dort einen Platz geben kann und dann haben wir zum Fockenhuber auch gehen müssen, dann haben wir dort die Aufnahme kaputt gemacht. Ja. Der Haider, Jörg Haider hat 3 Wochen gewartet und dann hat das, glaube ich, News gesagt. Ja. Und ich war so sauer, dass ich mir gedacht habe,
ich probiere jetzt was anderes. Aber der hat ja eigentlich, haben wir euch einen Knüller genommen. Ein Riesenknüller, ja, die war ja natürlich dann alle in Riesenaufregung, die industriellen Vereinigung, die FPÖ, doch immer Wirtschaftspartei. Und immer dafür vorher. Ja, genau, ja, und das war ja dann, ist ja dann spannend geworden, die EU-Abstimmung, oder kurzfristig dachte man zumindest. Aber dieser Lebensweg, nochmals zu dem zurück, so das verschiedene Dinge auszuprobieren, das war ja nachher irgendwann vorbei. Also die Generation nach uns, muss man fast sagen, die hat da Angst davor gehabt. Ja, und es tut mir auch leid für die, denen man wirklich heute einredet, mit 16, ihr müsst euch entscheiden und mit 22 Studium abgeschlossen haben und mit 23 einen Beruf anfangen, wo ihr, das ist zu früh. Es gibt auch von der Hirnforschung ernstzunehmende Befunde, dass ein Menschenhirn halt Ende 20, um den 30. Geburtstag irgendwo langsam fertig wird. Und ich würde auch heute alle auffordern zu sagen, gebt euch den Spielraum für Versuch und Irrtum. Mhm. Die Sachen, die ich gemacht habe, habe ich schon mit Leidenschaft und intensiv gemacht. Ja, aber ich habe mir die Freiheit und so wie viele auch damals gesagt, das muss es noch nicht sein. Mhm. Und dann probieren wir vielleicht was anderes. Gehen wir gleich weiter. Wie ist es überhaupt zur Gründung des Instituts gekommen? Ich habe irgendwo gelesen, eine Meuterei ging dem voran. Ja, eben auch. Du hast da einen Wirbel gemacht im Institut für höhere Studien, stimmt das? Ja, das stimmt. Also ich war auch Ende, oder da war ich, glaube ich, so um 27 und habe auch so meinen inneren Frieden mit Autoritäten auch noch nicht gemacht. Und, ja, jetzt bist du ja selber eine. Das ist dann oft die Lösung für Leute wie mich. Ja. Es war ein bemühter Statistiklehrer, der es uns aber am IHS damals nicht geschafft hat, Statistik zu vermitteln. Mhm. Und ich habe dann, Stichwort Meuterei, ich habe gesagt, also das ist zu wichtig. Also irgendwie habe ich gemerkt, das ist ein wichtiges Thema. Wir hätten, uns war halt lieber, wir kriegen einen anderen. Ja. Und das Institut hat dann den Günter Ogris gefunden, der beim IFES Sozialforscher war. Günter Ogris ist ein bisschen älter als ich. Und so sind wir zusammengekommen. Und er war also am Institut für höhere Studien der Statistiklehrer und ich habe ihn dort, wurde von ihm unterrichtet in einer Pause, gesagt, was mich eigentlich einmal total interessieren wird, bei so einer Hochrechnung mitzumachen, weil ich gewusst habe, dass er da so Verfahren hat. Und er hat gesagt, ja, irgendwann, aber momentan gibt es da nichts. Und dann war eben die Pointe, dass er zwei Wochen später im gleichen Seminar, das dann in der nächsten Stunde gesagt hat, ja, der ORF hat da jetzt drei Landtagswahlen, Tirol, Salzburg, Kärnten, und sie wollen, dass wir da hochrechnen. Mhm. Und wir haben das probiert und sind beim ersten Mal grandios gescheitert, weil es viel zu wenig Vorbereitungszeit war. Es gab aber damals auch andere Faktoren, warum die Sendung nicht geglückt ist. Und das war die letzte Chaos-Hochrechnung im ORF. Seit damals ist alles sehr gut organisiert. Ich habe aber gehört, der Generalintendant damals, Gerd Bacher, hat euch ermuntert. Der war nicht unzufrieden. Ja, der hat gesagt, ja, es war spannend. Also der Gerd Bacher, der war als Legende, er war sehr, sehr entspannt und hatte schon eine gewisse Altersweisheit. Das war sozusagen der Start des Instituts. Da habt ihr euch dann entschieden. Das war der Start unserer Arbeitsbeziehung. Mhm. Das Gute war, der Günter Ogris und ich haben uns in einem Moment der absoluten Niederlage kennengelernt. Und das ist gescheit. Ja. Mhm. Wenn man in der Partnerschaft nicht nur die Sonnenseiten, sondern gleich einmal sieht, aha, wie geht es uns, dass wir also unsere erste Aufgabe versemmelt haben. Und wir haben dann bei der zweiten Hochrechnung auch dann den süßen Geschmack des Erfolges. Also wir sind da nicht im Misserfolg verharrt, sondern haben dann auch unsere Erfolge gehabt. Und zwei Jahre später dann die Firma gegründet. Wobei ihr heute ja nicht nur Hochrechnungen macht und Wahlanalysen, ihr macht ja viel mehr. Richtig. Und vielleicht ein Beispiel ist die Marhilferstraße. Was habt ihr da konkret gemacht? Damit man vielleicht ein bisschen die Palette sieht, was so ein Institut alles leistet. Manchmal ist es so, dass sich eine Stadt ein bisschen schwer tut, in einer bestimmten Angelegenheit zu verstehen, was die Bürgerinnen und Bürger in einer gewissen Sache umtreibt. Und wie die Stadt gesagt hat, wir gestalten die Marie-Hilfer-Straße um, das war 2013. Also eine Begegnungszone. Ja, okay. Und teilweise Fußgängerzone. Ja, Fußgängerzone. Hat man als erstes nur die Verkehrsregeln geändert, die aber schwierig waren zum Verstehen. Und aber diese Vision einer Straße, wo grün ist und wo junge Leute und Ältere und alle spazieren gehen und es fein haben und wo es schattige Bäume gibt, nicht vermittelt. Und wir haben dann einen Anruf aus der Stadt gekriegt und gesagt, wir haben da ein Problem. Und wir haben dann gesagt, naja, wir schauen uns einmal mit Sozialforschung an, worum geht es denn den Anrainern und Anrainerinnen, die ja dann dort abgestimmt haben,
Wirklich. Und haben dann der Stadt damals geholfen zu erklären, was sie mit dem Projekt eigentlich wirklich will. Und dem Moment, wo wir die Stadt dabei unterstützt haben, und die war ja auch damals sehr ehrgeizig, die Stadträtin Vasilakou, und in diesem Projekt zu Recht, weil es gab zwar bei der Abstimmung nur eine knappe Mehrheit, aber dem Moment, wo sie eröffnet waren, waren fast 3/4 der Anrainer dann so dafür, wie es war. Das haben sie auch abgetestet. Ja, genau. Ja. Mhm. Es gibt so Begriffe, die im Zusammenhang natürlich mit so einem Institut oder mit deiner Arbeit immer wieder vorkommen, sind wahnsinnig viele, und ich glaube, viele Leute verstehen sie nur zur Hälfte oder gar nicht. Ich darf vielleicht 3 oder 2 herausgreifen. Eines ist Hochrechnung Aggregatdaten. Das klingt so. Hochrechnung denkt man, man weiß, was ist das genau und was sind Aggregatdaten? Aggregatdaten sind Daten, wo ich nicht über den Einzelnen was weiß, sondern nur über zum Beispiel einen Sprengel. Mhm. Also über 500 bis 1000 Leute, die halt jetzt da in dem Sprengel wahlberechtigt sind. Über Gemeinde, über Land vielleicht sogar. Ja. Und das sind Daten, wo ich einen kolossalen Fehlschluss machen kann, weil manchmal ist in einem Sprengel was hoch und im anderen Sprengel was hoch, und das korreliere ich dann mit etwas, setze es in Zusammenhang, aber es ist ein, das heißt ein ökologischer Fehlschluss, der Fehlschluss der Umgebung. Ich schließe von einer Umgebung auf die anderen, aber ich habe eigentlich nichts über die Individuen erfahren. Trotzdem, Wahlergebnisse sind anonym, das heißt, wir wissen nicht, wie der Einzelne gewählt hat, wir wissen aber, wie er Sprengel gewählt hat. Und aus diesen Sprengeln, die ein Aggregat sind, rechnen wir dann unsere Wählerstromanalysen. Wir vergleichen es dann auch mit Befragungen, wo wir dann die Antworten von Einzelnen, die uns sagen, ich habe von dahin gewechselt, auch dann kennen. Und im Großen und Ganzen kriegen wir so eine Wählerstromannäherung, also ganz brauchbare Berechnungen, wo sind die Stimmen hingeflossen, von welcher Partei. Das funktioniert ja eigentlich recht gut. Wenn man sich das dann anschaut und vergleicht mit den tatsächlichen Ergebnissen, liegt sie ja immer wieder sehr, sehr gut. Ja, wir haben, das Gute ist, wir haben ein sehr starkes Team mit Kolleginnen, die auch in was Programmieren betrifft und Innovation dann auch vieles Neue eingebracht haben. Und wir lieben unsere Fehler, wir zelebrieren unsere Fehler, also auch in der Vergangenheit schauen wir immer genau, auch wenn der Fehler klein war, was hätte uns passieren können, haben wir vielleicht nur Glück gehabt, dass sie 2 Fehler ausbalanciert haben, oder hätten wir besser sein können. Also das ist glaube ich dann auch unser Rezept, dass wir immer genau schauen, und jetzt haben wir schon über 70 Wahlen auch in Österreich gemacht, was hätten besser laufen können, und haben wir nur Glück gehabt, und das schauen wir uns vor jeder Wahl an und versuchen uns da so wie die Meteorologen weiterzuentwickeln. Sagt sie auch zu Auftraggebern Nein? Ja. Also man nimmt nicht jeden? Ja. Mhm. Also es gab zum Beispiel einen Auftraggeber, der für ein gewisses Frauenbild bekannt war. Ja. Und wir haben dann gesagt, seid ihr eigentlich jetzt gerade dabei, dieses Bild der Frau in eurer Kommunikation und in eurem Marketing zu ändern? Und ich habe gesagt, nein, das bleibt bei uns sehr traditionell, ja, ein bisschen auf Körperausbildung. Und wir haben gesagt, nein, machen wir nicht. Also das sehr wohl. Kann man beraten und gleichzeitig aber noch objektiv bleiben? Natürlich. Weil ihr nehmt ja Beraterjobs ja auch an. Ja, wobei wir haben zum Beispiel bei der letzten Nationalratswahl keine jetzt der kandidierenden Parteien beraten. Also das nicht. Ja. Und aber beim Hochrechnungsjob, da ist das Gehirn sowieso nur voller Zahlen. Also ein Beispiel hast du genannt, da war es ja völlig daneben, das war ganz am Anfang, diese Landtagswahlen. Hat es auch ein Ergebnis gegeben, wo die Prognose wirklich unglaublich gut war, also nahezu perfekt, auf das ihr besonders stolz wart. Also was vielleicht schwierig war vorher. Ja, ne? Genau, weil manchmal sind ja tolle Prognosen leicht, aber manchmal merkt man auch an dem, was sonst passiert, dass es nicht so leicht ist. Es gab 2016 eine Bundespräsidenten-Stichwahl von der Bellenhofer, die dann später annulliert wurde. Ja. Und am Wahlnachmittag, damals durften Prognosen noch zirkulieren, zumindest also in den Agenturmeldungen, hieß es um 14 Uhr am Nachmittag einer anderen Prognose, Norbert Hofer wird sicher der nächste Bundespräsident. Und wir haben in unseren Daten gesehen, sowohl von dem, was wir für die Wahllokale prognostiziert haben, als auch von der Briefwahl, das wird ja eigentlich ganz knapp.
Ja, also wir haben dann, und bei unserem Auftraggeber ORF haben dann viele gesagt, naja, das ist ja schon entschieden. Und wir haben dann den ganzen Abend gesagt, nein, das ist eine sehr knappe Wahl, und haben dann auch im Kontrast zu anderen gesagt, naja, Van der Bellen hat die besseren Chancen. Und das war schon etwas, wo sich im Nachhinein herausgestellt hat, dass wir viele Wochen investiert haben, die Briefwahl zu verstehen. Ja. Das war Sonntag, ja, du bist dabei. Bist du da nervös oder ist das schon Routine bei aller Konzentration? Also meine amerikanische Frau würde sagen excited. Das ist so ein schöner Ausdruck im Englischen für gut aufgeregt. Ja, also ich war früher schon bei Wahlen manchmal auch, man gedacht, jetzt bin ich, oh, so hoffentlich ist es vorbei, jetzt bin ich eher so cool. Ich bin auch wahnsinnig also lässig und aufregend lässig, auf tirolerisch gesagt. Und ich bin auch immer wahnsinnig dankbar, dass ich das machen darf. Und der Moment der Entspannung kommt, wenn das Ergebnis da ist. Oder wenn, also Beispiel, wir gehen in Österreich auf Sendung, haben noch keine Wiener Sprengel, und wenn die Wiener Sprengel kommen, dann wissen wir, war mir jetzt gut oder nicht. Okay. Das ist also dann eine Stunde nach Wahlschluss. Mhm. Das ist oft so ein Moment der Entspannung. Du hast ja in einer Band mal gespielt. Mhm. Ja. Bist du Öffentlichkeit gewohnt? Also ist dir das durchaus angenehm? Weil durch diese vielen Fernsehsendungen bist du eigentlich zum öffentlichen Menschen geworden. Du bist dich oft angesprochen, oder? Manchmal, wobei, was lustig ist, manchmal sagen Leute, grüß dich, und dann sage ich, woher kenne ich die? Und manchmal war es dann das Fernsehen sozusagen. Ja. Und manchmal kennt man sie wirklich. Ja. Mhm. Aber ich bin keine Rampensau, im Gegenteil. Mhm. Also ich war als 14-Jähriger so schüchtern, dass wenn ich ein Referat halten musste, ich habe zur Tafel geredet und nicht zu meiner Klasse. Also mir war das wahnsinnig peinlich, öffentlich, also vor 30 Leuten, die ich nur noch dazu gekannt habe, zu reden. Ja. Und das war schon ein langer Weg, und weil du gesagt hast, Band, also ich habe schon auch die Band gegründet, damals als 16-Jähriger, um mich selber auf eine Bühne zu bringen. Ja. Wobei beim Fernsehen ist ja eigentlich der Vorteil, dass du nur die Kamera gegenüber hast. Also die große Menschenmenge ist ja da nicht da. Das stimmt, ist manchmal fast leichter. Ja. Gibt es dann Feedback? Wer sagt dir denn, schaust du dich selber dann an oder sagt dir jemand, du warst halt gut oder halt war es vielleicht nicht so? Wer ist da dein... Es haben sich viele schon dran gewöhnt. Ja. Also früher hat eben die ganze Familie noch irgendwas gesagt, vor 10 Jahren. Also sozusagen jetzt ist es... ich kriege sehr wertvolles Feedback von meiner Frau und meinen Töchtern, weil die wissen, die können auch brutal ehrlich zu mir sein, ja, und sagen, ja, heute war es gut und heute war es besser oder heute nicht so gut. Ich schaue mir es nicht immer an, ja, weil... aber es ist auf der anderen Seite schon auch gut, sich manchmal, wenn 5 Jahre später wieder Wahl ist, zum Beispiel in einem Bundesland zu schauen, was war denn da vor 5 Jahren? Ja, nicht nur, was habe ich gemacht, sondern wie waren die Sendungen auch für die Zuschauer? Und machen wir das gleich, machen wir das anders? Du hast vorher angesprochen, die Frage, also dass Umfragen vor Wahlen nicht erlaubt sind, sowas. Ja? Also ich glaube, in Italien sind die Wahlumfragen verboten vor den Wahlen, dort ist die Veröffentlichung. Ja? Hältst du das für richtig? Oder anders gefragt, kann man mit Umfragen Wahlen manipulieren, beeinflussen? Also, lassen sich die Menschen beeinflussen, ja? Durch sowas? Ja, das waren jetzt mehrere spannende Fragen. Ja. Es gibt manche Fälle, wo die Menschen sich schon an Umfragen orientieren. Zum Beispiel der Fallbeileffekt, wenn eine Partei immer nur 2-3% bekommt und ich weiß, 4% ist die Schwelle, dann sagen Menschen, das ist eine verschwendete Stimme. Mhm. Ja. Wobei, wenn die Umfragen gut gemacht sind, ist es ja wertvolle Information, weil es hilft ja dann dem Wähler und der Wählerin zu sagen, oder nicht die Stimme zu verschwenden. Mhm. Absolute Mehrheiten in Umfragen, die Partei hat schon 55%, da denken sie ja viele. Das gehe ich nicht mehr wählen. Oder so. Wähle den Koalitionspartner, eins von beiden. Mhm. Ja. Mhm. Ist das ein Problem für die Demokratie? Ich glaube nicht. Ich glaube, die Umfragen brauchen einen Beipacktext. Es muss einfach genau dabei stehen, wie ist die gemacht worden, was ist die Unsicherheit. Für wen hat man sie gemacht, nicht wahr? Ja, genau. Und so. Genau, also da haben wir einen Verband, der heißt VDMI und der VMÖ, das sind unsere Marktforschungsverbände, die haben da sehr strikte Regeln. Und wir schauen da genau und wir schimpfen mal, wenn es jemand nicht genau macht. Ja, also das hat sich sehr verbessert, dieser Beipacktext ist in Österreich jetzt fast immer dabei. Und auch die Umfragen-Samplegrößen, also die Stichproben sind größer als früher. Die sind deutlich gestiegen. Also das ist ganz in Ordnung, sozusagen. Genau. Und vielleicht
Es ist so spannend. Ja. Und ich habe, glaube ich, schon noch einiges, was ich dich fragen möchte. Eines ist, nachdem du ja sehr gut die Stimmungen kennst der Menschen, was sind die großen Themen, die gesellschaftlichen Fragen heute? Wenn man so die letzten Wahlen anschaut, auch in ganz Europa, glaubt man, es ist nur Migration und Umwelt. Gibt es sonst noch eine Frage, die bewegt, oder liege ich da falsch, wenn ich das so plakativ sozusagen verdichte auf die zwei Begriffe? Also Migration hat die Europäerinnen und Europäer, das wird recht gut messen im Eurobarometer, sehr bewegt nach 2015. Mhm. Das war einfach eine Frage, ja, da sind doch einige zu uns gekommen. Wir haben, also das war dann eine Zeit lang Thema Nummer eins. Aber auch dann ist dann abgelöst worden und das hat den Menschen schon auch sehr beschäftigt, diese lange Wirtschaftskrise und die Arbeitslosigkeit. Ja. Also dazu kommen jetzt... und das haben wir zum Beispiel bei so Wahlen auch jetzt im Herbst in Österreich, Burgenland, Steiermark gesehen, die sogenannten Sozialthemen, die werden schon auch sehr diskutiert. Also obwohl die sozialdemokratischen Parteien oder auch die linken Parteien davon eigentlich kaum profitieren, wenn man sich das in Europa anschaut. Unterschiedlich. Ja. Ja, also es gibt, also wenn man noch, die letzte Wahl in Österreich war eben Triumph für Doskozil, der auch, also einen Sozialdemokraten, der es auch sehr viele soziale Themen mitkommuniziert hat, nicht nur. Es gibt dann auch Spanien, Dänemark, einzelne sozialdemokratische Parteien, die erfolgreich sind. Aber es stimmt, es führt, dass es die Menschen bewegt, führt nicht automatisch dazu, dass sozialdemokratische Parteien gewinnen. Sozialdemokratische Parteien haben auch eine Konkurrenzherausforderung, nämlich die Grünen in ganz Europa. Ja. Und es wird einzelne Länder geben, wo die Grünen auch sowas wie die dominierende Partei links der Mitte sein werden. Das hängt dann immer vom Land ab. Wie gut sind die SPÖ oder die SPD in Deutschland oder wie gut ist eine Partei der Sozialdemokratie aufgestellt, wie gut sind die Grünen aufgestellt. Mhm. Aber von den Themen haben wir ja gerade in den letzten Jahren gesehen, dass sich das, siehe Klima, sehr rasch ändern kann. Wobei ich vermute, das, was du jetzt genannt hast, ja, Migration, in irgendeiner Form wird es uns beschäftigen die nächsten Jahrzehnte. Klima natürlich auch, ja. Genau. Was ist mit der sozialen Ungleichheit? Die wird uns beschäftigen, wobei ist die Frage, führt die Gesellschaft einen ehrlichen Diskurs über Ungleichheiten? Ja. Oder wird es teilweise unter den Teppich gekehrt? Schämen sich Menschen dafür, dass sie im Medizinsystem, im Gesundheitssystem das Gefühl haben, sie kommen nicht dran? Es kommt ja auch auf die Ebene an, Verzeihung, wenn ich das dazu sage. Genau. Ist es die nationale Ebene? Ist es die internationale Ebene, nicht wahr? Asien hat ja sehr aufgeholt, also die haben vieles wettgemacht. Die Frage vielleicht da insgesamt, soziale Ungerechtigkeit, Arbeit, Umwelt, das führt ja alles irgendwann zu einem Punkt, sind die Menschen bereit zu teilen und auch zu verzichten? Was habt ihr da für Ergebnisse? Also ich denke, dass die Menschheit ja mal grundsätzlich so erfolgreich ist, weil wir in der Lage sind zu kooperieren und zu teilen. Ich glaube, es gibt ganz wenig Lebewesen, die das auch über den engsten familiären Verband, also nicht nur ihren eigenen Nachwuchs, sondern wirklich als Gemeinschaft wahnsinnig kooperativ sein können. Mhm. Ich glaube, Menschen muss man das Kooperieren austreiben. Das geht natürlich auch, wenn ich also in einer Hasskultur bin, dann kann ich Menschen abgewöhnen. Aber grundsätzlich sind wir ja Zusammenarbeitsgenies eigentlich und auch mit wahnsinnig viel Mitgefühl. Also es gibt diese Theorie des Rational Choice, die so in den 80er Jahren gesagt hat, die Menschen sind so Egos und Nutzenmaximierer. Die ist aber eigentlich durch die Forschung, die Menschen wirklich beobachtet, schon dutzendfach falsifiziert. Also Menschen sind oft irrational freigebig bis zu einem gewissen Punkt. Der Punkt ist, wenn sie das Gefühl haben, da gibt es andere, die mich systematisch ausnutzen. Ja. Und ob ich das Gefühl habe, dass mich jemand ausnutzt, das ist natürlich sehr schwer zu sagen. Und wenn jetzt manche politische Parteien sagen, die nutzen euch aus, dann kann sozusagen auch die Bereitschaft zu teilen dann sehr schnell an ein Ende kommen. Mhm. Aber an sich würde ich sagen, wir sind tendenziell in Summe eine Gesellschaft, die eher empathisch wird und mitfühlend, aber auch mit großen Schlenkerern. Und die Schlenkerer passieren dann, wenn ich Teilen unserer Gesellschaft sage, ihr seid nichts wert.
Ja, und das passiert leider auch immer wieder. Du hast in einem Interview gesagt, da geht es auch um die Frage des Wahlverhaltens, nicht? Da sagst du, es gewinnt die Moral, nicht die Interessen, Werte schlagen die Inhalte. Mhm. Zu dem stehst du auch. Ja, ein Kollege von mir bei Sora hat das auch erforscht, der sagt, also wenn jemand nur nach Interessen wählt, dann nennt man das Correct Voting. Ja. Und das heißt, da folge ich nur der Geldtaschen und das, was sozusagen meine Standesinteressen sind. Ja. Das machen 30% der Leute. Das gibt's. Das gibt's. Das ja. 30%, ja, aber also das 70%, also die große Mehrheit, wählt in teilweisen Widerspruch zur eigenen Geldtasche. Welche Rolle spielen da Personen, Wahlslogans, nicht? Wenn man an Clinton denkt, ist die Economy Stupid, war, glaube ich, ein guter Wahlslogan. Spielt das eine Rolle? Aussehen der Kandidaten, wenn man die Auseinandersetzung denkt, damals Nixon gegen Kennedy, da hat ja offenkundig das Aussehen eine Rolle gespielt. Oder ist es dann wirklich der Wert, ja, die Moral? Ich glaube, es ist alles zusammen. Ja. Also wenn Menschen bei einem Kandidaten oder einer Kandidatin Werthaltungen spüren, dafür strecken sie die Antennen aus. Mhm. Ja, also der Ronald Reagan, über den sie alle immer lustig gemacht haben, ja, und dessen Werthaltung man vielleicht auch nicht teilen möchte, aber er war in diesem Werthaltungssprech, den hat er seit die 60er Jahre. Er war authentisch. Er war authentisch. Er war ein Konservativer, der hat nicht eine Rolle bekommen und da losgeplappert, sondern der hat in den 60er Jahren schon politische Reden gehalten. Also der war in dem Punkt wirklich auch spürbar und der hat auf der Sachebene viele Sachen gefordert, die Menschen in Amerika gar nicht wollten. Aber wenn sein Werthaltungssprech war so authentisch und mitreißend, dass er eine enorme Mehrheit bekommen hat, Aussehen war auch okay. Ja, also es gibt schon Studien. Humor hat er auch gehabt. Er konnte auch, also und war vielleicht auch damals für die 80er Jahre, also eben wo die Wirtschaft so wichtig war und wo es gegen den Kommunismus gegangen ist, damals in der Polarisierung mit der Sowjetunion, war er auch der Typ. Personen sind für uns Abkürzungen. Politik ist so kompliziert. Ja. Und wenn ich auf den Berg gehe, will ich mir vom Bergführer auch nicht in jedem Detail erklären lassen, was seine Ausrüstung kann. Der soll halt ein guter Typ sein. Und das hat er geschafft. Das hat er geschafft. Kann Politik Menschen etwas zumuten? Also ich denke an die berühmte Churchill-Rede, Blood, Sweat and Tears, also Blut, Schweiß und Tränen, das habe ich für euch. Ja. Kann man mit dem heute noch eine Wahl gewinnen? Vielleicht Blut, Schweiß und Tränen bleibt uns hoffentlich erspart, aber Churchill ist ein super Beispiel, weil er war in dem Punkt authentisch, er hat gesagt, ich mache euch nichts vor, wir müssen da durch, aber es bleibt uns nur der Sieg gegen Nazi-Deutschland, alles andere kommt nicht in Frage und da gab es ja viele, die das auch bis zu Teilen der königlichen Familie, die sich arrangiert hätten mit Hitler. Mhm. Heute, man kann Menschen durchaus was zumuten. Ich glaube, gerade wenn man das Beispiel also die Anpassung daran, was die heißen Sommer für eine Stadt bedeuten, also die Umgestaltung unserer Städte, in vielen anderen Punkten, wenn wir den Menschen dafür nicht die Hoffnung auf ein gutes Leben nehmen, aber wenn wir sagen, das Ganze hat einen Sinn und das machen wir auch für die nächsten Generationen, dann ist da für Politiker und Politikerinnen, die Leuten was zutrauen, glaube ich, auch viel mehr Gestaltungsmöglichkeit. Also wenn wir jetzt an die Krise Europas denken, wo man das Gefühl hat, es gibt ein Comeback der Nation, man könnte es auch netter sagen, des Lokalen statt des Globalen, dann hat man immer mit zwei Gruppen ja auch zu tun. Wir haben es ganz vorher ganz kurz angesprochen, das sind die Anywheres und die Somewheres. Also eine globale, nicht nur Elite, sondern eine relativ breit gebildete Schicht an Menschen, die profitieren von der Globalisierung und andere, die eigentlich verlieren. Ja. Wie seht ihr da die Zukunft zwischen diesen Gruppen? Ja? Kann diese Spaltung der Gesellschaft so weit gehen, dass es fast gewalttätig wird? Also könnte das zu, denk an die Gelbwesten in Frankreich, zu fast bürgerkriegsähnlichen Zuständen führen zwischen diesen beiden Gruppen oder sind die versöhnbar, zusammenführbar? Also ich bin im Film Optimist, weil man auch gerade aus der Forschung so viele Entwicklungen sehen, die auch in die richtige Richtung gehen. Ja. Das, was, glaube ich, wichtig ist für Gesellschaft zu sagen, es gibt einfach verschiedene Wege einer Ausbildung, die haben alle ihren Wert, aber
Dann, wenn einzelne Gruppen dann auch verstärkt die Politik sagen auf andere, wir schauen auf euch runter, dann kann das natürlich zu Spannungen führen oder wir verachten sozusagen euren Lebensstil, ja, und man sollte sich dann aber nicht in Kulturkämpfe über Musik und Stilfragen, Giebeldach oder Flachdach, zerfetzen, sondern sehen, wie es ja eh in jedem Dorf Österreichs und in jeder kleinen Gemeinde passiert, wie können wir als Verschiedene in unserer Verschiedenheit mehr zusammenbringen. Es ist schon manchmal eine Herausforderung und das, was mir auch durch unsere Forschung bewusst worden ist, ist sagen, 30% der Menschen in unserem Land, die wäre aufgrund meiner sozialen Stellung diskriminiert. Ja, und ja. Es gibt so die Diskriminierung, die viel diskutiert wird, eh auch zu Recht aufgrund von Geschlecht, sexueller Orientierung, ethnischer Zugehörigkeit. Ja, da gibt es Religion, da gibt es sehr viel Diskriminierung. Dort habe ich aber eine Gruppe, die mich aufhängt und sagt, wir, also zum Beispiel wir Frauen in der Frauenbewegung, wir kämpfen alle dagegen. Ja. Da kann ich mich zumindest in der Frauenbewegung aufgehoben fühlen und Mitstreiterinnen haben. Aber was mache ich, wenn ich aufgrund der sozialen Stellung diskriminiert werde? Das ist schwierig. Und die sucht sich manchmal ein Ventil. Und wenn dann die Lebensumstände schwierig sind, in Frankreich gab es ja schon Energiesteuern und dann gab es auch viele andere Dinge, Mieten, die für die Mittelschicht das Leben schwieriger gemacht haben. Und dann noch eins drauflegen, dann explodiert vielleicht manchmal die Stimmung. Ja. Ich habe jetzt noch, wir haben noch nicht mehr viel Zeit und ich glaube, es wäre noch wahnsinnig interessant, das noch lange fortzusetzen. Vielleicht noch drei Fragen und ganz kurze Antworten vielleicht auch. Ja. Ich habe es ja auch untersucht, sozusagen so, ob so etwas wie eine Sehnsucht nach einem starken Mann gibt. Ja. Das hat ja auch damit zu tun, wie verankert ist unsere Demokratie. Wie schaut es da aus? Es ist so, dass die demokratischen Einstellungen sich an sich seit dem Krieg immer mehr verfestigt haben. Es gibt aber ein bisschen bei manchen Teilen der Bevölkerung sowas wie Demokratiemüdigkeit. Die Demokratie muss liefern, weil sie muss den Leuten Sicherheit und zumindest Mindestmaß und Hoffnung geben. Und manche haben das Gefühl, für mich ist da weniger drin, die Demokratie denkt an mich zu wenig und ist ein bisschen kompliziert, dauert alles zu lang und da entsteht bei manchen zum Glück nur aber so die Sehnsucht nach an, der sie nicht schert. Dennoch bist du optimistisch, was das angeht. Ja, weil wir beobachten es und die Entwicklung ist stabil. Die zweite Sache ist natürlich, was wir beobachten, nicht nur in Deutschland, Frankreich, wo man hinschaut, ist die Schwächung der Mitte, der Verfall der Volksparteien. Und eine Stärkung der Ränder, zur Linken und zur Rechten. Ja. Nicht in Österreich, vielleicht auch nicht in Frankreich. Ist das Modell Kurz oder das Modell Macron die Antwort darauf, das aufzuhalten? Ich überspitze es jetzt, weil du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass, glaube ich, in einem Gespräch zwischen, ich weiß nicht, war es dem Schuschnigg oder war es deinem Onkel, dem Minister, dem Großonkel, die Malerwerfel gesagt hat, man darf den Hitler nicht überhitlern. Also ist es eine Strategie, bestimmte Dinge zu übernehmen, der Populisten, der rechten oder linken Populisten, und sie damit abzufangen? Das wäre ja sozusagen ein Kurzmodell, nicht? Also wenn die Mitteparteien Botschaften von rechts außen übernehmen, dann ist das halt sowas, das haben sie dann im Angebot und das ist dann auch schwer loszuwerden. Mhm. Also das hat man ja dann auch gesehen, dass gewisse Dinge jetzt auch im Regierungsübereinkommen der ÖVP jetzt so wichtig waren, wie es der FPÖ früher wichtig gewesen wäre, sozusagen. Ganz klar, Kopftuchverbot zum Beispiel. Ja, das hätte unter Mitterlehner hätte man sich da mit den Grünen den Streit nicht angetan. Mhm. Die Frage ist, bin ich jemand, der auch in der Mitte, auch als Teil des Establishments, der macht sowas wie ein Change-Kandidat sein kann. Ich glaube, das ist das, also um das Phänomen Sebastian Kurz zu verstehen, ist auch wichtig, zu sagen, ich kann Veränderung bringen, ich überwinde die Erstarrung, das war ganz klar die Botschaft von 2017, das spielt ebenso eine große Rolle. Was bei vielen sozusagen, wo viele ermüdet sind, ist, wenn Politik nur ganz scheibchenweise und dann nichts weiterbringt und wischiwaschi. Also Politik, die visionär ist, ist heutzutage fast eine Voraussetzung, wie wir es schon zuerst gesagt haben, durchaus eine Politik, die die Menschen auch was zumutet. Das ist, warum zum Beispiel die Große Koalition in Deutschland nicht mehr erfolgreich ist. Weil wenn man den Begriff, den du jetzt genannt hast, Vision, verbindet mit dieser Koalition sicher nicht.
Solche Koalitionen, Sie auch bei uns, die sind ja in Teilen durchaus erfolgreich, weil sie kluge Kompromisse in Politik umsetzen, aber sie gönnen einander nichts mehr und sie haben kein gemeinsames Bild, wofür sie stehen. Ja. Und da tun sich andere Varianten jetzt viel leichter. Also die Lehre daraus ist, wenn ich als Mittepartei verlieren will, dann gründe ich eine große Koalition. Du hast das vorher angesprochen, Parteien können Stimmungen verstärken. Das geht so in die Richtung, die Politik kann auch Gesellschaft spalten, ist populistisch. Stimmt es so überhaupt oder reagiert Politik nicht vielmehr auf sowieso Stimmungen, die da sind? Also sie spaltet nicht, sondern die Gesellschaft ist schon gespalten und das greift sie auf. Also wir wissen aus unserer Forschung, dass es bei uns in Österreich noch eine riesige Mitte gibt. Und es gibt sehr viele Menschen, die auf die gleiche Sache aus linker und rechter Perspektive schauen können. Also so ein bisschen strenges Vatermodell, das wäre das rechte Modell, oder auch fördernde Elternmodell. Und die können sagen, einem Arbeitslosen muss man vielleicht streng sein. Und gleichzeitig im nächsten Satz können sagen, aber er braucht auch eine Schulung, also Förderung und Zuwendung. Wir haben diese politische Mitte noch. Österreich ist ein Land mit hitzigen Debatten, aber wir sind noch nicht so wie die USA zutiefst gespalten. Die USA ist wirklich an einem Punkt, wo es kaum mehr möglich ist, zwischen Demokraten und Republikanern die Gesellschaft zu verhandeln oder überhaupt sich zu einigen, was die Wahrheit ist. Und wenn es so weit kommt, ist die Politik immer auch Mitschuld. Also es ist nicht so, dass die Demokraten und Republikaner sich ausreden können und sagen, ja, die sind ja schon gespalten gewesen. Also die haben beide, Republikaner vermutlich ein bisschen mehr, dazu beigetragen, dass diese Gesellschaft zutiefst polarisiert ist, die Amerikaner sagen, in quasi zwei Stämme zerfallen ist. Und da hat Politik schon Verantwortung, über die Mitte noch zu kommunizieren. Und egal, was man von Türkis-Grün hält, also einen Vorteil hat dieses Projekt auf alle Fälle, es ist der Versuch, dass eine linke und eine rechte Partei miteinander Politik machen und dadurch auch ein Minimum an Wertschätzung zeigen, wenn es gelingt. Wenn es gelingt. Wie siehst du, wie sind deine Prognosen dafür? Gelingt es auf Dauer, ja, um sozusagen die Frage zu vervollständigen, zu sagen, ja, wir sind zuständig für die Migration, ja, da machen wir unsere Sache und ihr macht die Umwelt, um es zu banalisieren. Ja, wirtschaftlich machen wir auch eher setzen wir unsere Ideen um und ihr macht die Umwelt. So kann es, glaube ich, nicht gelingen. Also diese Idee... So schaut es im Moment ein bisschen aus, nicht? Ein bisschen schaut so aus, aber es ist nicht ganz so. Ja? Also die Grünen versuchen sehr wohl bei der Migration auch ihre Handschrift reinzubringen. Tun sich nicht ganz leicht, aber sie versuchen es und haben auch Erfolge. Umgekehrt versucht die ÖVP natürlich in den Umweltfragen auch ihre Handschrift einzubringen. Da wissen Sie, dass halt die Grünen auch ganz klare und pointierte Ansichten haben. Beide Fragen, plus auch soziale Fragen wie die Pflege und dazu eben Migration und Umwelt, die sind so komplex und wichtig, dass es, glaube ich, für die Lösung notwendig ist, auch wirklich an der Lösung von links und rechts zusammenzuarbeiten. Aber eben nicht in einer großkoalitionären Lähmung, sondern in einer wechselseitigen Inspiration. Aber Migration nur mit Rechten und Umwelt nur mit grünen Rezepten, dazu sind die Fragen oft zu drängend. Das heißt, so eine Themenaufteilung würde meiner Ansicht nach zum Scheitern führen. Abschließend vielleicht ein bisschen was Privates. Du bist ja mit einer Amerikanerin verheiratet, hast zwei Töchter, bist oft in Amerika, glaube ich, in Los Angeles. Kann man irgendwas von den Amerikanern lernen? Zuversicht. Ja, also es ist ein Land mit unglaublichen Spannungen, wo auch sehr viele Dinge in die falsche Richtung gehen, aber die Amerikanerinnen und Amerikaner schauen nach vorn und packen an und haben da einen Mordspragmatismus, ja, also das geht nicht, also gibt's nicht. Du bist ja Fußballfan, was ich auch gehört habe, hast sogar mit dem Dirk Stiermann Fußball gespielt und mit anderen durchaus bekannten Leuten. Welche Position hast du im Fußball gehabt? Rechtsaußenverteidiger. Gut, also Defensive, ja. Defensive, genau, nichts anbrennen lassen. Wer so viel weiß und so viel Erfahrung hat, der sollte doch irgendwann mal auch, abseits jetzt von den Artikeln und Kommentaren, ein Buch schreiben. Denkst du daran, ein Buch zu schreiben? Da denke ich oft dran. Ja. Ja. Und können wir mit einem Buch rechnen? Ja, wenn also irgendwann, wenn es eine Strecke gibt zwischen Wahlen, die länger als 3-4 Monate ist, dann könnte es klappen.
Christoph Hofinger, danke fürs Gespräch und Ihnen danke fürs Zuhören. Vielen Dank. Danke. Super.